Hallo, schauen wir uns nun gemeinsam an, wie man auf unterschiedliche Art und Weise Moleküle im Editor erstellen kann. Ein Knackpunkt ist hier die Darstellung von freien Elektronen und Ladungen, die so in keinem Tutorial seitens des Publishers erwähnt werden. Beginnen wir mit einem sehr häufig genutzten Molekül, dem Wasser. Klicken wir in der Elementleiste links auf das Sauerstoffsymbol und auf unsere Arbeitsfläche erhalten wir die klassische Summenformel von Wasser. Wir können nun durch Klick auf die Einfachbindung in der unteren Taskleiste und nochmaligen Klicken auf das Sauerstoffatom Einfachbindungen direkt am Symbol erzeugen. Durch einen Klick auf die drei Punkte links unten öffnet sich das Periodensystem und wir können Wasserstoffatome auswählen und diese an die Bindungsenden des Sauerstoffs setzen. In der oberen Taskleiste können wir über das Auswahltool das Molekül auswählen und bewegen. Die freien Elektronenpaare können wir über langes Drücken auf das Ladungssymbol unten in der Taskleiste auswählen und an den Sauerstoff setzen. Analog dazu kann man über die positive Ladung ein Oxonium-Ion bzw. über die negative Ladung ein Hydroxid-Ion erzeugen. Möchten wir eine Doppelbindung erzeugen, geschieht dies einfach über das Doppelbindungssymbol in der unteren Leiste. Ebenso ist durch den Klick auf das Kohlenstoffsymbol die Erzeugung eines Methans möglich. Die Summenformel kann wie auch beim Wassermolekül abgeändert werden. Sollte man nicht mit der Anordnung der Atome zufrieden sein, kann man das Molekül auswählen und über das Zauberstabsymbol rechts unten neu ausrichten. Möchte man nun langkettige Alkane erzeugen, geschieht dies sehr schnell über das Alkankettensymbol unten in der Taskleiste. Auch hier kann man über die Auswahl des Kohlenstoffatoms und Klick auf die jeweiligen Bindungsenden verschiedene Moleküldarstellungen erzeugen. Einzelne Atome oder Bindungen können durch Markierung und Klick auf den Farbkreis oben farbig dargestellt werden, was sich vor allem für funktionelle Gruppen eignet. Wird das gesamte Molekül markiert, kann zum einen eine 3D-Ansicht in Form des klassischen Kugelstabmodells und Namen der Moleküle automatisch erzeugt werden. Allerdings sind die Namen, gerade die Trivialnamen, auf Englisch und eignen sich nur bedingt für den Einsatz im Unterricht.